Guten Abend zu Report Mainz. In der Vorweihnachtszeit, wenn unsere Herzen weicher werden und der Geldbeutel lockerer sitzt, dann haben sie Hochkonjunktur, die Spendensammler. Was die wenigsten wissen, hier sind nicht etwa nur Ehrenamtliche unterwegs, sondern auch Profis. Geschulte Spezialisten, die wissen, wie man an der Haustüre Geschäfte macht. Schließlich winken nicht selten fette Provisionen. Oliver Heinsch und Edgar Verheyen haben das Spendeneinwerbung der Johanniter mal unter die Lupe genommen. Bei ihren Recherchen sind sie zunächst in eine opulente Feier hineingeraten. Weihnachtsfeier im Mainzer Hilton. Es fehlt an nichts. So feiert die Johanniter Unfallhilfe, eine Organisation der evangelischen Diakonie. Geladen sind Mitarbeiter und großzügige Spender der Johanniter. Die sollen es sich mal richtig gut gehen lassen. Schließlich läuft das Geschäft mit dem Rettungsdienst bestens. Das, was wir in die Hand nehmen, wir haben einen guten Lauf, das gelingt uns. Und da kann man Überschüsse erwirtschaften und die können wir dann hier in solche Abende auch mit investieren. Ja? Am Morgen in der Nähe von Mainz. Wir verfolgen einen Bus der Johanniter. An Bord 5 Mitarbeiter. Ihr Ziel? Diese Hochhäuser in Ludwigshafen. Doch sie kommen nicht, um zu helfen. 2 Frauen klappern diese Wohnungen ab. Andere ein Wohnviertel in der Nähe. Wir wollen wissen, warum. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Sind Sie eigentlich Rettungsassistent? Nein. Sondern? Ich bin von Johannitern. Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit? Ja. Wieso Öffentlichkeitsarbeit? Ja, wir müssen Spenden sammeln, ne? Wissen Sie? Wir sind eine Spenden. Ja, natürlich. Die Schüsse vom Staat sind bekannt. Ich kann auch gerne meinen Ausweis zeigen hier. Johanniter-Ausweis? Können Sie sehen? Tatsächlich haben die Johanniter eine eigene Firma gegründet, die ständig neue Mitarbeiter sucht. Leute, die mit Rettungsdienst nichts zu tun haben und ausschließlich Mitglieder werben. Je mehr, desto mehr Geld bekommen sie. Also eine Drückerkolonne im Auftrag der gemeinnützigen Johanniter. Mit welchen Methoden wird geworben? Wir fragen bei den Anwohnern nach. Die haben in etwa gesagt, wir wollen den Alten helfen. Darf ich Sie aufklären? Da hat sie gesagt, ja, so geht's ja nicht. Wir sind ja jemand, wo Spende braucht. Und sie brauchen ja jemand, wo nach ihnen guckt, wenn ihnen was passiert. Vor allen Dingen hat mich gestört, dass sie gesagt hat, alle anderen Spende kommen ins Ausland. Aber bei ihr, ne, wenn wir unterschreiben und brauchen dann Hilfe, das war mir schon ein bisschen verdächtig. Eine Mischung aus falschen Behauptungen und Andeutungen. Ein ehemaliger Mitarbeiter schreibt uns. Mit der Wahrheit halten es die Werber nicht so genau. Es werden Dinge behauptet, die gar nicht stimmen. Der evangelische Seelsorger Herbert Fischer-Drumm war bis vor kurzem Pfarrer bei den Johannitern. Er hörte auf, aus Protest. Er erzählt, immer wieder gab es Beschwerden über die Methoden der Werber. Es würden gezielt Menschen angesprochen, die nicht verstehen, was sie unterschreiben. Drückerkolonnen haben nichts in kirchlichen Organisationen zu suchen. Und wenn ich morgens beginne, um 8 Uhr meinen Dienst als Werber anzufangen und bis 16 Uhr in die Straßen und Häuser gehe, wen treffe ich da an? Ich treffe ältere Menschen an, ich treffe Arbeitslose an, ich treffe Menschen an, die möglicherweise leichter zu überzeugen sind als Menschen, die ich nach 16 Uhr nach der Arbeit in ihren Wohnungen antreffe. Ein Rettungsassistent der Johanniter. Er will aus Angst um seinen Job nicht erkannt werden. Auch er hat das Vorgehen der Drücker miterlebt. Mir persönlich ist es auch mal passiert, dass diese Werber bei mir zu Hause geklingelt hatten und mich als Fördermitglied werben wollten. Die waren wie beim Rettungsdienst gekleidet und stellten sich dann auch vor als Mitarbeiter des Rettungsdienstes hier vor Ort. Da habe ich gesagt, ich bin da selbst Mitarbeiter und dann haben die das Gespräch so schnell wie möglich beendet. Wir konfrontieren die Johanniter mit den Vorwürfen und bekommen eine schriftliche Antwort. Darin heißt es: Die Johanniter betrachten Werbung um finanzielle Unterstützung als legitime, sogar notwendige Maßnahme, um ihre karitativen Aufgaben erfüllen zu können. Darauf, dass es sich um kommerzielle Werbung handelt, wird ausdrücklich hingewiesen. Tatsächlich? Okay. Darf ich was fragen gerade? Keine Antwort. Aber die Menschen, bei denen diese Werber waren, haben jedenfalls nicht gemerkt, dass es eine kommerzielle Aktion war. Ja, das ist eine Schweinerei. Also, wie gesagt, wenn, sollte es ja schon wirklich dazugehören. Das wusste ich nicht, dass da noch eine Firma dahinter steckt. Und das hat man auch nicht gemerkt? Nein.
Hätten Sie dann auch unterschrieben, wenn Sie das gewusst hätten? Glaub nicht. Wir zeigen unsere Aufnahmen Stefan Leupfinger von Charity Watch, eine Organisation, die die Seriosität von Spendensammlungen kritisch unter die Lupe nimmt. Sein Urteil? Lügen, Tricks und Täuschen habe hier offenbar System. Es wird der Eindruck ermittelt, es wäre ein Rettungssanitäter, der vielleicht sogar ehrenamtlich in seiner Freizeit hier versucht, Mitglieder zu werben oder Spenden zu sammeln. Und am Ende entsteht auch der Eindruck, bei dem, der angesprochen wird, das ist notwendig, um Rettungseinsätze zu finanzieren. Rettungseinsätze muss man nicht über Spenden finanzieren. Das ist ein gutes Geschäft. Das wird von Krankenkassen im Grunde bezahlt. Spenden sammeln für einen karitativen Zweck ist das eine, doch Menschen zu täuschen das andere. Wenn die Johanniter das Selbstverständnis haben, dass sie eine kirchliche Organisation sind, dann ist die Rekrutierung von Mitgliedern, das Werben von Mitgliedern auf diese Art und Weise unwürdig. Dubiose Drückerkolonnen und Feiern im Hilton, weil man als kirchliche Organisation beste Geschäfte macht, das passt nicht zusammen. Zum Thema unter www.reportmainz.de ein Gespräch mit unseren Autoren, unter anderem zur Frage, was man tun kann, wenn man einem Drücker auf den Leim gegangen ist.